Code vielleicht gesehen, als wir es gestartet haben im Eclipse, dass der Client diesmal unten weiter lief, dass also hier nicht das Programm beendet wurde, sondern dieses rote Quadrat immer noch aktiv war. Und das liegt hier natürlich daran, dass jetzt auch der Client eine in der RMI Registry registrierte Komponente hat, die weiterhin für andere Codeteile zur Verfügung stehen müsste. Da fällt Java natürlich schwer zu erkennen automatisch, wann eine Instanz irgendwo nicht mehr benötigt wird, und deswegen läuft der Client dann erstmal weiter. Um das ein bisschen zu vertiefen, möchte ich vor dem eigentlichen Fazit noch ein bisschen Hintergrundinformationen geben, wie das eigentlich in Java RMI mit Skeleton und Stub aussieht. Die Skeleton, also diese Serverseite, die startet letztlich im Hintergrund einen Multithreaded TCP-Server. Wir werden uns das Netzwerkteil noch genauer anschauen, dort auch das TCP-Protokoll, also damit Sie auf mehrere Anfragen lauschen können, werden Sie einen Server haben, der dann immer dann, wenn eine Anfrage kommt, einen separaten Service-Thread erzeugt, der dann an einem anderen Port lauschen kann. Damit sind parallele Zugriffe durch mehrere Stubs eben möglich. Allerdings heißt das auch, dass Sie sich Gedanken machen müssen, was Ihre Stubs eigentlich verändern. Wenn Sie nämlich hier mehrere parallele Schreibzugriffe haben, dann bekommen Sie all die Phänomene, die Sie bei Multithreaded Code vielleicht im Programmieren 2 schon gesehen haben, und müssen eben aufpassen, dass Zugriffe sauber synchronisiert sind. Der Stub, dieser Code-Teil, der auf die Client-Seite wandert, der ist eben automatisch serialisierbar. Das ist der eigentliche mobile Code. Das war ja auch der Grund, warum Sie Serializable in Ihren Klassen implementieren mussten, die Sie übertragen möchten. Und dieser Stub, der kann theoretisch wie ein Wanderpokal auch von einem Teil des Codes, von einer Komponente, von einer JVM weitergereicht werden zur nächsten und damit komplett durch die Umgebung wandern. Wenn man RMI jetzt insgesamt bewerten soll, man kann sagen, RMI ist Basistechnologie der J2EE-Plattform, also der Java Enterprise Edition-Plattform. Auf der anderen Seite wird Java Enterprise Edition, was für sauber modularisierte Monolithen wirklich längere Jahre Stand der Technik war, jetzt aber durch REST Microservices verdrängt. Da werden wir dann später noch drauf kommen. Und obendrein haben Sie ja auch gesehen, dass durch die Sicherheit bei Java RMI es zunehmende Einschränkungen der Nutzbarkeit gibt. Gleichzeitig ist es für den ersten Einstieg, das haben Sie auch an diesen kurzen Beispielprogrammchen, die relativ schnell zu erstellen waren, durchaus eine schnelle und einfache Alternative, wenn Sie eine reine Java-Lösung haben. Das ist natürlich wiederum ein großes Wenn, denn Sie nutzen hier intensiv die Infrastruktur der Java-Plattform. Und sobald Sie eine andere Sprache verwenden, haben Sie das eben nicht mehr. Da müssten Sie die Java-Serialisierung nachbauen und ähnliches. Das wäre sehr, sehr aufwendig, und dann wählen Sie ohnehin etwas anderes. Es sind alle Dienste der Java-Plattform nutzbar, das ist sehr praktisch. Die entfernten Aufrufe, die bemerken Sie ja im Grunde gar nicht, sondern mit Ausnahme dieser Remote Exceptions, mit denen Sie umgehen können müssen, arbeiten Sie aus der Client-Sicht ja völlig transparent damit, ob Code bei Ihnen läuft oder woanders. Es ist natürlich möglich, auch Dinge zu cachen, das müssen Sie aber extra implementieren, und letztlich muss man auch sehen, wenn Sie RMI wirklich verwenden wollen, dann würden Sie immer mindestens auf das zurückgreifen, was im Java Enterprise Edition Umfeld schon da ist, also versuchen, diese fertige Plattform zu nehmen und nicht alles nachzubauen. Denken Sie auch dran, RMI kommuniziert per Default synchron, das heißt, Sie müssen hier schon zusätzlich Aufwände treiben, wenn Sie da auch nur asynchrone Kommunikation nachbauen wollen. Und da überlegt sich hier der Entwickler natürlich dreimal, dass er hier das Rad nicht nochmal erfinden möchte und ob es dort nicht schon eine Lösung gibt, die ihm diese Features bietet. Zusammenfassend, Sie sehen auch verteilte Objekte und entfernte Methodenaufrufe, dass die im Grunde zur objektorientierten Programmierung sehr gut passen, dass man hier einen wirklich harmonischen Übergang sieht, wie das auch zum Beispiel in Java umgesetzt ist, und dass das Ganze sehr leichtgewichtig ist und ziemlich transparent, mit Ausnahme dieser Remote Exception, die dieses neue Fehlerbild abbildet, diesen neuen Fehlertypus, den wir in den Grundlagen von verteilten Systemen kennengelernt haben. Die Implementierung in Java selber, wie schon erwähnt, nutzt synchrone Kommunikation und eben die vorhandenen Mechanismen. Gleichzeitig, wenn ich einen sauber modularisierten Monolithen habe, jetzt ist Monolith für unser kleines Daytime-Beispiel wahrscheinlich
der falsche Ausdruck, aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Wir haben modularisierten Code und wenn der so aufbereitet ist, dann gelingt die Umstellung auch wirklich mit geringem Aufwand. Und Sie sehen auch, dass Sie Callbacks zu den Clients haben. Worauf man hier aufpassen muss, wegen der synchronen Kommunikation, ist das Ganze natürlich, gerade wenn Sie dann mehrere Clients in einer Liste halten, ist das Ganze rechenzeitintensiv. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, nicht der Server fragt direkt den Client, der sich als Parameter übergibt, sondern der Client wird in einer ersten Stufe sich beim Server registrieren und immer dann, wenn etwas Bestimmtes eintritt, wird der Server eine Liste aller registrierten Clients abarbeiten, dann wird das Ganze sehr aufwendig. Zuletzt wird allerdings REST immer mehr verdrängt von leichtgewichtigeren Ansätzen wie REST Web Services. Die wiederum sind ja letztlich eine Umsetzung von Remote Procedure Call, vom entfernten Prozeduraufruf. Da sind wir also weg von der Objektorientierung. Auf der anderen Seite eben durchaus leichtgewichtig und so sehr spüren Sie das Ganze dann auch nicht. Auch weil es viele Bibliotheken gibt. Aber das werden wir uns in einer zukünftigen Vorlesung ja durchaus noch genauer anschauen. Für heute bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie uns gewogen. Viel Spaß mit der Entwicklung.